Ja, moin moin. Ihr werdet es kaum glauben, aber ich habe heute die anderen Parts aufgenommen. Hab gerade gefrühstückt und mir gedacht, komm, neue Runde, neues Glück. Wir wollen ja fertig werden, ne? Ja, ich habe ja schon erwähnt, ich möchte gerne so ein Speedrun gucken von dem Spiel. Und ja, es wäre natürlich sehr hilfreich, weitestgehend das Spiel durchzuspielen. Das wäre ja eine coole Sache. Und ja, wir müssen tatsächlich nur noch die letzte Waffe machen. Den Doppler. Ja, ich guck mal, ob ich heute das Spiel durchspiele. Also hier natürlich in dieser Welle. Und ihr auf YouTube kriegt das sowieso nacheinander alles erst. Ja. Aber mal sehen. So, wir sind auf Glück getrimmt und wir sind auf Lila, ne? Kleckskraft wäre natürlich auch geil. Wir würden direkt doppelt bekommen, ne? Und der Perla-Drohne. Der Kleckskraft ist generell geil. Woran sind wir letztes Mal gescheitert? Hauptsächlich, weil wir uns auf diese ganzen Glückssachen. Aber wir hätten jetzt die Glückskombo Maximum könnten wir jetzt erhöhen und die Toleranz könnten wir hier erhöhen. Also auf Glückskombo würde ich schon hinausgehen. Aber ich würde mich halt auf eine Sache runter reduzieren. Ich gehe auch drauf, wie ihr seht. Grund dafür ist einfach, weil bei der Waffe ist es, glaube ich, angenehmer, das zu machen. Ich weiß, jetzt werden bestimmt viele sagen, das andere war viel besser. Ja, ich weiß. Es ist mir aber egal. Wir machen auch so genug Schaden. Durch diese ganzen Upgrade-Scheiß. Achso, sind schon direkt drei. Seht ihr, wir kriegen auch diese Viecher direkt erledigt. Deswegen, das sollte kein abnormes Problem darstellen hier alles. Was soll ich damit sagen? Da. Ich weiß gar nicht, werden die Gegner im Laufe des Spiels auch stärker? Weil wenn ja, finde ich das kacke. Aber es wirkt irgendwann so, als wären das immer nur mehr. Explosionsstoßwirkung. Lässt deine Gegner-Explosion getroffen? Nein. Streuungseffekt? Nein. Klecksrate Hauptwaffe erhöht die Schussfrequenz deiner Hauptwaffe. Also wir sind auf jeden Fall mit Lila zusammen, ne? Nein, Entschuldigung. Da, genau. Aber das bringt mir nichts mit Explosionen. Und die Klecksrate wäre schon epic. Und die haben wir noch nicht voll. Ich habe ja gesagt, auf Rot gehe ich nicht, aber Klecksrate mit einem Doppler. Geht ja wie ein Maschinengewehr gleich hier los. Da. Geil. Das die Waschmaschine? Ja. Leute, gerade, was pfeift denn hier so? Shit. Okay. Das ist sogar ganz nett. Okay. Ja, schade, dass sie in dem Zustand keinen so richtigen Schaden kriegen, ne? Gefühlt. Aber ey, ich bin ein bisschen konzentriert gerade. Weil ich überlege, wie wir genau weitermachen hier, ne? Regeneration. Ja, das wäre gut. Färbe Glückskombo. Das Einfärben des Bund füllt deine Glückskombo-Anzeige. Ja. Ja, besser. Weil dann können wir doch mehr auf Glückskombo raufgehen. Weil, ja. Weil das war ja das Problem, wir haben die Glückskombo nicht hochbekommen. Aber wenn wir die durch das Färben des Bodens bekommen. Okay, das war nicht so hilfreich, wie ich gehofft habe. Okay, da ist ein bisschen blöd, was mit dem einen roten Ding ist, aber okay. Shit. Okay, wir haben auch noch gar keinen erledigt, wie ich gerade sehe. Okay, die sind beide runter.
Die sich immer so nach vorne zwängen, ne? Da hinten ist der. Dillim. Ich hoffe, das war die Tastatur oder so. Ich stelle mich auch gerade irgendwie dumm an, habe ich so das Gefühl. Nee, war nicht die Tastatur. Ja, ich hoffe, es war nichts Schlimmes. Aber wenn, dann würde ich schon irgendwie was sehen. Plattenteile, Häufigkeit, nein. Reichweite, Hauptwaffe. Und Klebetinte. Reichweite wäre geil mit der Waffe. Ja, nehmen wir. Ich gehe auf die Sachen, die ich eher brauche. Ja, Klebetinte wäre natürlich auch gut, aber erstens habe ich die Sachen schon voll und außerdem, ich merke halt, mit der Waffe brauche ich mehr Reichweite. Ich wollte gerade sagen, die Reichweite ist ja ganz okay, aber ich glaube, die ist durch die Reichweitenerhöhung jetzt so geil geworden. Glück haben. Ich kann sagen. Das Problem ist, wir können die jetzt so gut wie gar nicht auf dem Boden fixieren. Und das war's. Ich glaube, da sind auch keine Gegner gespawnt, ne? Ja, war ja komplett mit dem Dreil. Dreil ist was anderes. Drohnenheuboje. Nein. Automat lohnt sich aber auch noch nicht. Ebene 5. Dann haben wir immer ein Automat, wenn wir resetten. Deswegen lohnt sich resetten nicht so sehr. Ja, für die Drohne irgendwas zu holen wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber bei den... Ich weiß nicht, ob die Heuboje sich da so lohnt. Wir gehen zum Automaten, dann skippen wir die Ebene. Vielleicht kriegen wir ja da ein, zwei gute Gegenstände. Ich muss auch sagen, mit den Sekundär- und Spezialwaffe kann ich auch leben. Drohnenlader Turbo, nein. Verringert die Zufallsstreuung von Schüssen deiner Hauptwaffe. Obwohl... auch lila. Ah, mehr kann ich nicht holen. Okay. Ist in Ordnung. Aber wir müssen unbedingt jetzt auf Glückskombo gehen. Läuft gut, soweit. Ihr zwei kommt prima voran und wenn wir noch ein paar mehr Farbchips ausrüsten, läuft vielleicht sogar noch geschmeidiger. Wo wir gerade von Farbchips sprechen, noch mehr Infos und Chips, die ihr bereits erhalten habt, findet ihr in der Farbchips-Sammlung. Das weiß ich. Könnt ihr ganz einfach aufrufen, indem ihr im Aufzug Minus drückt. Cool, lasst uns mal ab und zu reinschauen. Nummer 8 steckt bestimmt interessantes Zeug drin. Moment. Ja, das weiß ich. Steht denn irgendwie... Aber das steht... Schön wäre es, wenn da stehen würde, mit welcher Waffe das kombinierbar ist oder sowas, ne? Vielleicht steht das da und ich sehe es nicht. Glücksbombenhäufigkeit, ja. Müssen wir auch noch voll leveln. Glücksbomben sind sowieso immer gut. Intensivansturm, Hebeboden, Etage. Oh, das ist speziell, habe ich gar nicht gesehen. Unterstützungsfarbstücksetzung. Das heißt dann meist unendlich Tinte. Und ich sehe gerade, und wir haben Verfolgung auch automatisch drin. Ich weiß nicht, was ich wollte, aber ist okay. Und das war's. Und das war's. So, das war's. Drohnenlader Turbo, Regeneration, Drohnenbatteriehäufigkeit. Ja, das werden wir, wenn wir mit der Drohne zusammengehen. Regeneration nehmen wir. Ja, wir müssen irgendwas mit Glückskombo holen. Also irgendwas mit der Drohne müssten wir auch auf jeden Fall holen. Da weiß ich aber noch nicht genau was. Natürlich, so mehr sich das deckt, ist auch nicht schlecht. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt mich komplett auf die Drohne verlassen. Also erstmal gucken, was wir hier feines bekommen. Schubschild, Doppelschubschild, sehr gut. Da meckere ich auch nicht so sehr. Oh, shit. Na, schon Schutzschild weg. Und das war's. Ich gucke auch gar nicht, was ich so groß da krieg für Memoniten und sowas. Also für mich sind halt wirklich die Farbchips das Wichtigste. Obwohl man ja sagen könnte, ich nehme lieber eine untere Ebene, wo ich jetzt noch die 3323 krieg, anstatt ein anderes Ding. Weil, ne? Klecksrate Hauptwaffe wird sich sogar lohnen, nehmen wir auch durch. Weil dann würde ich ja mehr Punkte bekommen. Und auch wenn der Farbchip jetzt nicht der bessere ist, der könnte ich aber wenigstens mit den Punkten halt mir dann was Cooleres kaufen. So, wisst ihr, was ich meine?
Das ist ja auch nicht schlecht. So, wir haben die Klecksrate erhöht und wir haben auch schneller aufladen. Das ist auch nochmal eine super Sache. Eins. Also wenn sich das komplett automatisch auflädt, dann hätten wir eigentlich so einigermaßen gewonnen. Ich geh mir da runter. Ganz vergessen. Was müsste es eigentlich gewesen sein? Wenn er mir nicht auf den Senkel geht. Puh. Ah. Ich schalte doch immer auf stumm. So. Ich habe hier noch so eine Nachricht offen. Färbe-Glückskombo. Das Einfärben des Bodens? Ja. Färbe-Drohnenlader? Nein. Glücksbomben häufig doppelt? Ja. Keine Frage. Nee, ich bin momentan viel am Filme gucken, am Marvel-Filme gucken und da hat jemand. Also, viele gucken gerade Marvel-Filme, hauptsächlich die X-Men-Filme, bevor der neue Deadpool und Wolverine erscheint. Und ja, da habe ich vorhin jemanden auf seine Kritik geantwortet. Ich bin damit nicht so. Das Problem ist, die Filme haben manchmal so ein bisschen Probleme mit, wie die zusammengehören. Und das habe ich halt bei dem einen geschrieben, bei dem einen Film, den ich halt am liebsten mag. Und ja, der hat da so ein bisschen. Ja, ich sehe die ja für sich und bei einem langen Franchise. Und ich denke mir so, Junge, Star Wars hat 11, 12 Filme und die Fehler sind jetzt nicht so gravierend. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass da viele am Meckern wären. Jetzt, wenn ich sowas sage. Aber die sind halt wirklich nicht so. Also, die kann man erklären, so. Aber dass plötzlich eine Figur ganz anders aussieht und einen ganz anderen Charakter hat und wirklich keinen Sinn mehr macht. Harmonie direkt hier. Und direkt drei Dinger. Ein bisschen schade ist, ich glaube, ich kann die gar nicht stacken, ne? Zwei. Zum Beispiel Star Wars oder Harry Potter hat 8 Filme oder plus 3. Okay, der dritte, der hat Probleme mit der Kontinuität, aber wisst ihr, was ich meine? So, da kann man bei einem vierten Film, wo im Prinzip die ganze Handlung im Prinzip zur Hälfte schon in anderen Filmen drin war, kann man das doch nicht sagen, so. Zumal die nächsten Filme das halt auch aufgreifen, was in dem Film ist, aber nur zum Teil. Eine andere Gegner hier. Ah, shit. Mal Glück gehabt. Oh. Achso, wir sind schon in den letzten Runden. Dann kommt der letzte. Naja. Egal, wir sind ja hier nicht beim lustigen Buzz-Talk über Nerd-Sachen. Das machen wir eher im Stream. Das Spiel spielen. Wir haben den ersten Boss gekillt. Sehr schön. Wir haben hier wieder 28 Grad. Das ist noch schöner. Nicht. Frag mich ja noch, wie lange noch das DLC geht. Also danach kommt ja wahrscheinlich dann nochmal hochklettern. Und danach? Bewegungsdrohnenlader wäre nett. Hauptverbrauch wäre auch nett. Aber wir gehen zum Automaten. Wir haben 3471. Ja. Ja. Das ist auch so eine Sache. Ich mag das ja eigentlich beim Stream so, über das und dies zu reden, aber leider kommt das Spiel dann nicht so im Vordergrund, ne? Ist immer dann so ein bisschen schade. Explosionskraft, Klecksregeneration. Erledigung von Gegner füllt deinen Tintag ein wenig auf. Ja. Nee, zurücksetzen ohne Perle kaufen. Müssten wir eigentlich alle drei kaufen können. Haben wir das auch auf volle Pulle? Wir haben noch 271 übrig. Bin nur ein bisschen. Also ich kann jetzt. Achso, ich muss das und dann das machen. Ja, wir haben die Hälfte leider schon voll. Finde ich immer so ein bisschen doof. Drohnenlader, nein. Tint, nein. Drohnentrint. Ja. Ja. Dann haben wir für die Drohne auch was. Ja, die Sache ist, wenn wir die Glückskombo-Dings auch noch jetzt leveln sollten, dann kriegen wir auch Sachen für die Drohne. Und ist ja blöd, wenn die Drohne gar nichts hat. Spezialwürfe nicht einsetzen, kein Problem. Dann wäre ja ein bisschen schade. Oh, ein bisschen knapper.
Ja, wir laden so schnell Tinte auf. Dann haben wir wenigstens das Problem, da können wir einfach draufballern auf die ganzen Sachen. Aber wie gesagt, wäre schön, jetzt irgendwas mit Drohne Glückstrauma zu kriegen. Färbebodenschaden? Nein. Bewegungsspezieller? Dann nein. Will ich mir das ein oder kriegt man nur Scheiße mittlerweile? Klecksregeneration. Ja. Ich will Glückskommo-Scheiß haben. Aber ich kriege auch so viele rote... Ja, ich weiß, ich habe auch rote Sachen. Aber wenn ich doch jetzt so viele lilane schon habe und auch ein paar gelbe, gib mir die doch bitte. So, wisst ihr, was ich meine? Ich glaube nicht, dass der da... Na, schade. Der passt. Wo ist die andere Kugel? Hä? Wo sind die beiden? Ah, schade. So, sollte reichen. Sollte alles passen. Ja. Lenkwirkung, nein. Drohnenlader, Turbo, nein. Regeneration. Wir haben Regeneration uns eins geholt? Das ist absolut unsinnig. Reset. Glückskombo Maximum, ja. Ja. Endlich mal wieder was mit Glück. Besonders, wir haben jetzt endlich so schneller Glückskombos durch Färben und... Kein Glückskopf. Oh, ich habe gar nicht gesehen, was das für ein Level ist. Sollte aber kein Problem sein. Funktioniert gerade erstaunlich gut. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Bin mir sehr sicher, dass man die Dinger auch wegschleudern kann. Ja. Easy. Komm, gib mir mehr. 15. Ich will nicht diese Gegenstände haben. Ich will sie nicht. Ja. Will ich nicht. Ja. Das Erledigen von Gegner für... Ja, ist okay. Komm, einmal. Komm, gib mir einen guten Gegenstand. Ich kacke dem Spiel gleich irgendwo hin. Ehrlich. Irgendwo kacke ich den gleich hin. Ich weiß doch nicht, warum... Klar, ich habe viele lila Dinger. Aber, komm. Nein, will ich nichts. Extra aus. Erhöht die Anzahl aus. Oh, ja. Das ist spezieller für die Waffe. Das... Ist okay. Damit kann ich leben. Aber gib mir doch hier Glückskombo-Sachen. Daueransturm, beschütze die Zone. Das hier hatten wir auch schon ungefähr so. Guck mal. So wie ich will.
sollten wir mal gut dabei sein. Okay, alles gut. Alles gut. Hälfte haben wir auch schon geschafft. Ist alles gut. Drohnenspringen? Nein. Extra Ausweichen könnten wir nochmal kriegen. Ja, wegen für das Doppelte gut, aber ich will halt andere Sachen haben, ne? Ja, aber ein Ausweich wäre jetzt nur interessant, dass das noch Schaden macht. Weil das gibt es ja auch nochmal als extra. Ui, ja gut, das ist dem mit dem Hin- und Her-Springen. Sollte jetzt nicht so schlimm sein. Das ist aber auch niemals so richtig schön. Stehen bleiben und warten, bis die Gegner spawnen. Und eine Ulti haben wir auch. Oh. Den habe ich nicht gesehen. Vielleicht zu langsam. Passt man einmal nicht richtig auf, ne? Oh shit. Nächster. Oh, wir haben es geschafft. Die dürfen nicht so schnell sein. Ja. Okay. Oh, dann bleiben wir mal unten, dann wird das schon passen. Nein! Rüstungshäufigkeit bräuchten wir eigentlich auch hoch, aber nein. Stoßwirkung ist die Hoffnung. Wir nehmen die Glücksbombenhäufigkeit, ist immer gut. Muss auch noch hochgelevelt werden. Ja, das Gute ist jetzt auch zum Beispiel mit der Glücksbombenhäufigkeit. So mehr wir davon zum Beispiel holen. Also weil das ja auch hier durch diese Glücksbomben und sowas ist, desto höher ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass man generell von dem mehr bekommt. Ich weiß gar nicht, wie viele von diesen Snipern überhaupt erscheinen können, aber. Ist das irgendwie groß Stack oder so? Oh, Schutzschild ist weg. Das Problem darstellen. Ja, die Sniper sind auch nur in bestimmten Bereichen halt nervig. Das soll schon gewesen sein. Gut! Ich bin gleich bei 20. Bin mal auf den Boss gespannt. Ich hoffe, dieses Drehding, das wäre so cool. Nein. Das ist alles unnötig. Ah, ich will das alles nicht. Ja gut, Power-Konservenhäufigkeit wäre auch interessant wegen den Punkten, aber ich... Ja, komm. Wegen